Hallo, Röder Feuerwerk grüßt alle Zuschauer heute mit einem weiteren Produktvorstellungsvideo und zwar die Böller von Fire Event. Denn vor kurzem sind die neuen Silver Pirates von Fire Event bei uns angeliefert worden und wir möchten euch diese nicht vorenthalten und kurz vorstellen. Ich zeige es dir mal kurz in die Kamera. So sehen sie aus, zumindest die Verpackung. Und so sehen sie in echt aus. Ja, graue Pappe, diesmal mit Zündschnur. Mit Zündschnur deshalb, die sollten eigentlich als Reiber kommen. Aber da gab es etwas Qualitätsprobleme. Es haben nicht alle funktioniert und da hat sich Fire Event gesagt, wir gehen lieber auf Nummer sicher. Wir möchten, dass alle Böller funktionieren und dass es keine Ausfälle gibt. Und haben kurzerhand einfach eine Zündschnur rangemacht. Sollte dem Spaß trotzdem nichts abtun. Wir werden sie dann testen. Jeder dieser Böller hat 0,8 Gramm Schwarzpulver. Ich denke, sie werden einen relativ lauten und hellen Klang. Dann habe ich noch dabei die roten Korsaren. Einige kennen sie sicherlich aus dem letzten Jahr schon. Hier ausgepackt, auch mit Zündschnur. Diese haben jeweils 1,5 Gramm Schwarzpulver. Und dann gibt es auch schon aus dem letzten Jahr die King Cobra mit 6 Gramm Schwarzpulver je Stück. Allerdings werden die jetzt neu als The King ausgeliefert. Wir haben uns noch alte Varianten gesichert, beziehungsweise aus dem letzten Jahr noch lieferbar. Aber die neuen werden The King heißen. Aber von der Qualität her, so sagt man uns bei Fire Event, genauso sein wie die bisherigen. Und los geht's mit dem Silver Pirate mit 0,8 Gramm Schwarzpulver. Klingt richtig im Ohr, ein sehr heller, lauter Klang. Einen. Wirklich auch der Korsar, der rote Korsar, ordentlich laut. Und nun machen wir weiter mit dem King Cobra. Ah, der drückt an der Kleidung. Also es ist wirklich hervorragende Qualität, was man aus Schwarzpulver so rausholen kann. Oh, na, bitte. Ja, das war unser heutiger Produkttest, der Vergleich der Fire Event Böller vom Silver Pirate über den roten Corsair zum King Cobra bzw. The King, jetzt neuerdings. Ich finde, alle drei Böller haben ihren Test bestanden. Sie sind relativ laut, der kleine etwas helleren Klang und der Corsair mittleren, dumpfen Schlag und der King relativ tiefen, lauten Schlag. Und man merkt schon wirklich an der Hose, dass es drückt. Und diejenigen, die ihn letztes Jahr hatten, können es bestätigen. Das ist wirklich ein super gutes Teil. Ist zwar etwas hochpreisiger, aber einwandfrei in der Verarbeitung und auch vom Klang her. Ja, ich muss mich noch verabschieden, wünsche noch allen viel Spaß beim Videoschauen, bis zum nächsten.